gibt es die nationale Sojamesse. Im letzten Jahr hat man mal versucht zu sehen, wer produziert am meisten Soja. Wer hat gewonnen? Ein Bauer, der Bio-Soja produziert. Erster Platz, zweiter Platz, dritter Platz, vierter Platz, fünfter Platz, ein herkömmlicher Produzent. Gehen Soja ganz hinten. Welchen Preis hat dann der Bauer gewonnen? Chemische Düngemittel? Ist doch super, ne? Man kann sich nicht vorstellen, dass ein Bauer, der Bio-Soja anbaut, mehr Ertrag hat. Und das habe ich bei meiner Feldforschung auch festgestellt. Langfristig hat ein Bio-Soja-Produzent einen höheren Ertrag, weil er ein Gleichgewicht im Boden schafft und auch in Trockenheiten davon profitiert, sodass er im Durchschnitt viele Vorteile hat. Und er hat im Durchschnitt 43% weniger Betriebskosten. Und da muss ich mir die Frage stellen, warum ist Bio-Soja so teuer? Wenn es billiger ist zu produzieren, man kann mehr Projekte ernten. Weil es auf der Marktwirtschaft ja nur nach Nachfrage und Angebot geht. Es sei möglich, es ist möglich, Bio-Soja zu produzieren mit mehr Ertrag und viel billiger für den Weltmarkt oder für die Brasilianer selber. Wir könnten ja mal selbst Bio-Soja produzieren und selber konsumieren. Gibt es inzwischen. Ein paar Bauer produzieren auch Bio-Soja für den eigenen Verbrauch und gehen Soja für den Export. Okay. Also Sie sehen ja die Auswirkungen vor Ort, wenn man so viel hin und her hat. Eine Resistenzentwicklung von 15 Unkrautsorten. Ich glaube, das ist immer wichtig zu erklären. Das hier in Lateinamerika, in Brasilien haben wir schon 5. Mit einer riesigen biologischen Vielfalt ist das für uns ganz wenig. Ich weiß, dass in Europa, in Gesprächen mit Bauern, dass hier doch viel zu viel ist, 15 Unkrautsorten. Vielleicht alle, die es gibt. Bei uns sind das wenig. Und hier sind auch immer, das ist das Problem, das sind ja gerade die Schlimmsten, die dann immer resistent sind. Und da kommen die Bauern nicht mehr zurecht mit der Umgrabung. Erosion und Auslaugung des Bodens ist eigentlich ein Phänomen, das wir aus der Monokultur kennen. Aber da wir jetzt alles herum zerstören, ist auch der Raum offen, dass mehr Erosion stattfindet. Denn vorher gab es ja noch andere Pflanzen da als Unkraut bezeichnet, die aber geschützt haben. Ich weiß noch, dass mein Vater immer uns als Landarbeiter angestellt, als wir geholfen haben, da zu hacken, musste man immer genau wissen, welche Unkräuter sollte man nie aushacken. Weil die gerade Schädlingen anziehen und der Soja nichts schaden. Und diese ganze Kombination, dieses ganze Wissen geht jetzt verloren, weil die Bauern ja alles töten, herum mit diesem Verfahren beziehen. Und dann die Unkräuter, die man aushacken sollte, stehen bleiben, weil sie resistent werden. Und dann ist es gerade umgekehrt. Dem, was immer so berichtet wird, dass hier die Wirkung besser ist. Jetzt habe ich noch 3 große Ergebnisse, die hier für Agrarwissenschaftler und Bauern besonders wichtig sind. Wir haben eine Veränderung an der Struktur des Wurzelsystems bei der Gänse. Wir haben eine Zerstörung der Vielfalt von Bodenbakterien. Und das hat einen Einfluss auf das Gleichgewicht, die Fruchtbarkeit des Bodens. Genau. Ja, wenn ich sage, jetzt weiß ich nicht, dann kommt es doch. Und eine Wurzelskrankheit, die kommt als Bonus für die Gensoja-Bauern. Es gibt nur bei Gensoja eine Zunahme von Fusarium SP. Das ist eine Wurzelskrankheit. Fusariose gibt es nicht bei herkömmlichen Soja. So müssen wir es wieder erklären. Ne? Ja, wir haben hier einen großen Raum. Alle Wissenschaftler sollten hier mithelfen. Leider sind die Befürworter, die im Namen des Fortschritts in der Presse stehen, hier nicht damit beschäftigt. Sie wollen jetzt nicht wissen, warum Fusariose da ist. Vielleicht, so sagen Sie, ist ganz einfach, eingeschleppten Sorten aus Argentinien haben das Problem. Dann schauen wir nach Argentinien, ist das Problem aber nicht so. Dann schauen wir zu den herkömmlichen Soja, warum gibt es dann keine Verseuchung da? Nur bei Gensoja ist das Problem. Vielleicht muss es doch mit Phytohormonen und Ligninanteil sein. Denn bei Wurzelskrankheiten könnte man auch den Verdacht haben, dass Rissen in der Wurzel und weniger Phytohormonen ist, dann Pilzen hier einfacher. Vielleicht sind die Pflanzen auch kränker. Das, was man bei Bio, bei BT meist befürchtet. BT kann eine Immunodefizienz verursachen.
Aha, hat man schon bei Ratten versucht. Ratten in Kontakt mit BT, Bacillus thuringiensis, sind die Geschichte des Genmals. Haben eine Immunodeficienz entwickelt. Jetzt kommt man auf den Verdacht bei Bienen, dass die auch eine Immunodefizienz haben, also sie werden einfach erkrankt. Ist es jetzt ein Problem von Pharmaindustrie, wenn die Menschen und die Tiere hier erkrankt werden? Oder ist das ein weiteres Vorschuss? Ich sage es mal ganz lieb. Nicht böse. Wir können dann weiter forschen und Alternative suchen. Hier haben wir auch ein anderes Problem. Wir müssen weiter forschen. In Brasilien gibt es einen Paper, der heißt weltweit Lagerhaltelose. In Brasilien taufen wir ihn als, haben wir als Idi Amin getauft, weil in Uganda es einen Diktator gab, der man sagte, du bist Menschen und schlimmer Mensch und so. Da ist ein schlimmer Käfer, wir taufen ihn Idi Amin. Idi Amin frisst von allen Pflanzen. Und es gab schon mal ein Spritzmittel für ihn. Man braucht ihn aber nie, weil er hat nie so viel gefressen, dass man ihn als Plage oder Schädling bezeichnen kann. Jetzt haben wir keine anderen Pflanzen mehr, plötzlich frisst er auch Soja und viel zu viel Soja. Kann ja nichts anderes mehr. Jetzt haben die Wissenschaftler endlich mal Anwendung für ihre vorherigen Lösungen gefunden. Ist doch schön, ne? Man muss vorher diese Lösungen entwickeln, daran arbeiten und hoffen, dass Probleme haben. Vielleicht noch ein bisschen mithelfen, sonst wird man das Ding ja gar nicht los. Und dann freuen sich die Wissenschaftler, dass sie endlich mal eine Anwendung haben. So, das ist jetzt bei Idi Amin hier der Fall, ein Käfer, der nur bei Gensoja eine Plage, ein Schädling geworden ist. Denn bei den herkömmlichen Soja wächst er und frisst von den anderen Unkräutern noch was herum und ist nicht so schlimm bei so. Aber ganz klar, das Problem entsteht. Nicht nur aufgrund der gentechnischen Veränderung passiert, sondern es hat mit der ganzen Kombination von Faktoren zu tun. Das habe ich vorher schon erzählt, also Fixierung des Stickstoffes wird verhindert. Dann sagen die Befürworter der Gentechnik auch ganz einfach, es gibt doch mineralische mineralisches Düngemittel für Stickstoff, oder? Ja, wenn der Bauer nochmal mehr Kosten haben will, statt es kostenlos von der Luft zu haben. In 40 Jahren brasilianischer Forschung ja, in den Mülleimer zu werfen, dann ist es ganz einfach. Aber dann muss man noch was anderes haben. Nitraten zusammen mit Glyphosat bildet Nitrosoglyphosat. Nitrosoglyphosat ist ein krebserregender Stoff, besonders für Leberkarzinome. Ich muss ja auch in der Medizin noch meinen Wortschatz verbessern. Es ist immer riesig, das Ganze zusammenzulegen. Also, das ist dann wieder ein Problem. Wir können nicht so einfach jetzt hier chemische Düngemittel einsetzen, weil wir die Bakterien hier zerstört haben. Und wer das hier schon mal gesehen hat in Brasilien, die Bauern freuen sich immer, wenn der Fluss so rot aussieht. Hat mal schön geregnet, aber hier ist viel Boden gelandet. Draufgespritzt, Erosion, und hier taucht es wieder im Fluss auf. Nicht nur Boden, der beste immer, ne? Rote Boden, da für Soja, besonders eisenhaltig, gut für Soja. Dagegen komme ich. Dieser ist der Rio Jacuí, der größte Fluss außer Rio Uruguay an der Grenze. Einer der größten Südbrasiliens, und hier haben wir diese ganze Kontamination mit chemischen Düngemitteln und auch mit Pestiziden insgesamt, weil die Bauern machen es sicherlich auch ganz einfach. Sie nehmen nicht nur Herbizide in diesen Pulverisator, wenn es ja nur mehr einmal sein soll, dann nehmen sie auch Fungiziden, Insektiziden, alles auf einmal, auch präventiv, und dann wird alles noch Düngemittel dabei, eine richtige Chemiebombe produzieren. Und die landet dann hier im Fluss. Dann muss es ja irgendwie mal Probleme geben. Leider sind unsere Gesundheitsforscher oder Mediziner nicht in der Lage, das jetzt mal zu untersuchen, welche Verbindung oder welchen Bezug gibt es zwischen Krankheiten, die da sind, und das hier.
Und hier gibt es noch viele andere Auswirkungen auf die Umwelt. Gefahr der genetischen Kontamination, eine Bedrohung der biologischen Vielfalt, da wir ja nur mehr eine Pflanze haben fast, Intensivierung der Monokultur, das bedeutet mehr Gleichförmigkeit, dann auch mehr Anfälligkeit zu Schädlingen und Krankheiten. Für die Konzerne ja kein Problem. Weitere Forschungsfelder. Ne? Immer weitere Probleme. Die Gentechnik, nach meiner Ansicht, verursacht neue technische Probleme. Zerstört Pflanzen und Nahrungsketten. Man konzentriert sich auf wenige Pflanzenorte. Man hat noch die Gefahr der Genübertragung. Es könnte sein, dass andere Bohnenarten bei uns jetzt auch noch herbizidresistent werden, das gar nicht gewünscht ist. Und sehr wichtig hier, hier kann man das nicht wieder gut machen. Anderes als wie bei der Chemie, wo man es dann stilllegt und in ein paar Jahren hat man irgendwie ein Gleichgewicht, hier ist es gerade umgekehrt. Je länger es geht, desto schneller reproduziert sich das und gerät außer Kontrolle der Wissenschaft. Dann können die Wissenschaftler wieder wie bei der BSG-Skandal und bei der Atomenergie dann zur Öffentlichkeit kommen und sagen, ja, wir haben uns geirrt. Und in der Wissenschaft kann man auch Fehler machen. Klar. Aber ob die Gesellschaft diese Kosten tragen möchte, ist eine politische Entscheidung. Und wenn die Mehrheit es nicht will, dann glaube ich auch, ist kein Recht da zur Kontamination. Die Wissenschaftler haben nicht das Recht zur Verseuchung der Umwelt. Gegen das Interesse der Menschen. So wichtig die Wissenschaft ist, soll sie dann im Labor stattfinden. Und nicht so einfach frei, weil es kein Mensch gibt in der Wissenschaft, der ernsthaft garantieren kann, dass es da wieder gut gemacht werden kann, nachdem man versucht wird. Hier habe ich jetzt noch ein paar Bilder, von die, die keine genetischen Bakterien auf der Welt noch gesehen haben. Das sind diese Sojapflanzen im normalen Zustand, ganz viele genetischen Bakterien, die für die Fixierung von Stickstoff zuständig sind, die jetzt zerstört werden durch übermäßigen Einsatz von Glyphosat. Das von Zibergeige ist leider nicht gelungen. Wir haben immer noch Pflanzen, die nicht so tolerant sind, wie man es manchmal hofft. Diese gelbe Streife, da Mitte, das ist Soja gegen Soja. Da ist ein Pulverisator stehen geblieben, ein paar Minuten. Der Bauer hat sich da getan. Man hat dann das Bild machen können, was übermäßiger Einsatz von Glyphosat auf jeden Soja verursacht. Könnte auch vielleicht was auf Produktivität oder Bezug auf Krankheiten und anderen Schädlingen für die Wissenschaft interessant sein. Also wir haben hier keine absolute Resistenz. Es ist immer noch so, dass die Pflanzen, auch wenn sie herbizidresistent sind, so viel Herbizid nicht aushalten. Dann sagen die meisten Bauern, wir werden nie so viel spritzen. Aber vor 5 Jahren hat auch nie einer geglaubt, dass man mehr als 1 Liter pro Hektar spritzen würde. Jetzt spritzt man schon 5. Jetzt habe ich hier ein Bild, das für die Bauern besonders wichtig ist. Das heißt Corda de Viola auf Portugiesisch. Ich weiß nicht, wenn man es übersetzen würde, wäre das Gitarre-Seite oder. Ja, halt auf Seite, ne? Sind 6. Man hat, also weil es so fast wie die digitale Seite ist, eine Pflanze, die sich herumwickelt und erstinkt die Soja. Also hier sieht man Soja und diese Blümchen hier ist von dieser Pflanze. Diese Pflanze wird nicht mehr abgetötet von Roundup, egal wie viel man hier drauf kriegt. Es sind 2 resistente Pflanzen hier. Einmal die Nutzpflanze und einmal die Unkraut. Das muss man. Ja, jetzt hatte ich mal eine Möglichkeit in Deutschland, bei Deutschlandfunk, bei einer Dokumentation dabei zu sein. Und dann hatte ich mal darauf hingewiesen, wie Methoden Monsanto anwendet. Zum Beispiel zu den Bauern zu gehen und denen ein Fest anzubieten mit viel Fleisch und Bier, und so wie es in Südbrasilien meistens ist. Wir sollten die Bauern nur eine Hacke mit. Hat noch jeder, ganz klar. Und nachdem viel gegessen wurde, viel getrunken wurde, dann hat der Giftverkäufer vor Ort dann gesagt, jetzt machen wir hier mal ein kleines Spielchen, eigentlich ein Ritual. Und mystisch ist sogar in Bezug auf die Beschwerlichkeit der Arbeit. Alle hacken in einem Kreis und die Bauern stehen herum
und die Hacken wurden verbrannt. Mit der Begründung, nie mehr müssen wir hacken. Und als Ersatz, Roundup als Geschenk, nur um es Gott zu verlieren. Wer würde das Angebot nicht machen? Ich habe das jetzt so in dem Bezug gesagt, weil in der Dokumentation wurde dann ein Monsanto, der Monsanto-Chef in Deutschland, darauf gefragt, was er einem Bauer empfehlen würde in einer solchen Situation. Dann hat er sofort reagiert, ein Bauer sollte die anderen Herbiziden atmen, wenn Glyphosat ja nichts mehr bringt. Da war der Journalist aber so gut informiert, weil er ja wusste, dass die anderen Herbiziden auch nicht mehr eine Wirkung haben. Und das hat von Monsanto vorher ja gesagt, dass man Glyphosat anwenden sollte, weil die anderen schlimmen verteufelten Gifte, die man ja nicht mehr anwenden sollte, keine Wirkung mehr haben. Da sagt er, nein, das geht aber nicht, weil die anderen haben auch keine Wirkung. Und dann hat der sichere Wissenschaftler da gestanden und mal nachgedacht, wusste ja alles, was man da machen könnte. Ne? Und da sagt er, in so einem Fall soll ein Bauer ganz einfach hingehen und das aushalten. Ich habe das aufgenommen, finde ich ganz spannend, dass ein Wissenschaftler nach so viel Energie, die man hineingesteckt hat, so viel Geld, Milliarden von US-Dollar weltweit, so ein Kampf, ein Krieg in Brasilien, um das Zeug hier zu erlauben. Mit einem Grund, den man noch nachvollziehen könnte, Wissenschaft, eine bessere Unkrautbekämpfung zu ermöglichen. Auch wenn sie dann teurer ist. Und dann die Schlussfolge. Hacken. Und da sagt der Journalist damals von Deutschland, oder wir hätten drei, das war ja zusammen. Er sagte dann, ja, wenn der Bauer noch die Hacke hat, sie nicht verbrannt wurde. Also die Hacke wurde ja nicht verbrannt, nur der Stiel, also das Holz. Der Bauer sagte schon immer in Brasilien, das Holz ist das Problem, das man greifen muss unter der heißen Sonne. Wäre das nur die Hacke, ne? Also jetzt soll man wieder die Hacke verwenden. Und das wird weltweit als wissenschaftlicher Fortschritt vorgeschrieben. Das sind wir fertig. Neue Probleme, die man noch nie hatte. Und das Einzige, was man als Lösung hatte, langfristig, nach 5 Jahren, nicht mehr tauchbar. Und dann noch ein Bonus. Hier, unser Jose. Muss der Bauer damit zurechtkommen. Dann fährt er dann mit dem Traktor durch, Pflanzen mit Rissen im Stamm und in den Wurzeln fallen um, Verlust. Und hier muss jetzt was getan werden. Vielleicht haben Sie schon einen Stoff dafür, als Lösung vor dem Problem. Mal sehen. Auf jeden Fall muss ein Bauer mal denken, inwieweit denkt Monsanto an Alternativen oder inwieweit geht es um Schaffung von neuen Problemen. Wenn ich dann gefragt werde, welches Argument haben Sie dann vorgegeben, dann habe ich keins mehr. Und dann wird mir immer vorgeworfen, warum ich es dann so mache, so einsage. Ja, für meine Ergebnisse hoffe ich tatsächlich, dass ich falsch liege. Als Wissenschaftler hoffe ich es tatsächlich, das wäre viel besser für die Welt. Aber nach meinen Ergebnissen habe ich keinen einzigen Grund, um zu sagen, die Bauern brauchen Gentechnik. Ich glaube andersrum, dass alle technischen Probleme, die es bisher gibt in der Landwirtschaft, mit anderen Methoden zu lösen sind, auch wenn es nicht hundertprozentig löst. Aber hier haben wir ein Versprechen von 100% und danach kommen wir auf Null. Und je langfristiger, umso schlimmer. Und alle diese Versprechen, die man auf der Welt hat, mit Vitamin A und so weiter, ist alles Versprechen geblieben. Wir haben nur eine insektresistente Pflanze auf dem Markt, bei Mais, BT, oder eine herbizidresistente Pflanze, bei Soja, Mais, Baumwolle. Das sind die zwei großen Pflanzen auf der Welt. Und das sind unsere Erfahrungen aus der Wissenschaft. Und dann komme ich zum Hunger. Hungerbekämpfung, schön. Aber so jetzt für den Export bestimmt. Vielleicht muss ich hier nochmal was ganz deutlich sagen, weil die Medien weltweit, die großen Medien es anders berichten.
glauben nicht, dass Hunger ein technisches Problem ist. Wir haben viel zu viel Produktion. Wir haben 50% mehr Produktion an Nahrungsmitteln, als die Menschheit in der Lage ist, es zu essen. Deswegen sinken die Preise von landwirtschaftlichen Produkten. Völlig Energieverschwendung. In den letzten Jahren hatten wir 15% mehr Nahrungsmittel produziert und trotzdem 42 Millionen Menschen, die mehr hungern. Also insgesamt 820 Menschen, 42 Millionen. Auch wenn die Bevölkerung da gestiegen ist, glaube ich nicht, dass Technik den Hunger lösen würde. Die Lizenzgebühren also verteuern diese Produktion. Das bedeutet für die Bauern eine Verarmung, eine Verschuldung und das bedeutet in Brasilien mehr Hunger auf dem Land. Und nicht weniger. Und die Ergebnisse sind da. Abhängigkeit ist vielleicht das große Stichwort dabei. Monopolistische Kontrolle der Produktion. Zweites, Saatgut wird privat.